Halten. Und ich begrüße euch ganz herzlich zu Red Dead Redemption. Okay, der Spielesound müsste eigentlich synchron sein. Eigentlich. Eigentlich. Ich habe es zumindest kurz vorher überprüft. Das Problem ist, ich krieg's momentan nicht anders eingebunden, Machine Play, deswegen müssen wir jetzt damit leben, wie es ist. Weil, aus welchen Gründen auch immer, und das verstehe ich nicht, Better Twitch TV mit bei mir nicht funktioniert. Deswegen mache ich jetzt so eine Notlösung über Streamlabs, die mir Schnubbi gezeigt hat. Was eigentlich auch ganz sympathisch ist und man könnte es noch ein bisschen mehr customizen. Aber ja. Da habe ich mich noch nicht eingefuchst. Der Sound ist synchron. Okay, dann bin ich schon mal beruhigt. Und Hallöchen und guten Abend, Papa Mai Mai. Ich finde es schön, dass du dich über meine Shantae and the Pirate's Curse Videos freust. So ein ganz klein wenig. Auch wenn ich anscheinend dafür das mit dem Patch versaubeutelt habe. Aber das kann ich erst bei der nächsten Aufnahmesitzung nochmal überprüfen bzw. fixen. Habe jetzt schon knapp 10 Parts oder so aufgenommen. Deswegen, also. Das geht jetzt leider nicht mehr so kurzfristig. Die Emotes fehlen im Chat. Ach so. Aber eigentlich sollte sich das. Die Emotes habe ich eigentlich nicht ausgestellt. Ich war die ganze Zeit der Meinung, ihr schreibt nur keine. Always enable. Also die normalen Emotes müssten eigentlich funktionieren. Deswegen verstehe ich jetzt nicht. Irgendwer schießt da hinten. Deswegen verstehe ich nicht, warum die nicht gehen sollen. Wir werden es überleben. Erleben, ja. So, okay. Weiter geht's. Yeeha! Und so. Ich habe es eine halbe Ewigkeit nicht gespielt. Ist mir egal. Machst du Shantae eigentlich zu 100%? Vielleicht, weiß ich noch nicht, keine Ahnung. Wie gesagt, kenne das Spiel ja nicht. Das ist halt immer so. Das ist halt immer so lustig. Wenn man nach dem ersten Part oder nach den ersten zwei Videos gefragt und gefragt wird, und machst du es zu 100%? Ich wurde nach dem ersten Zelda-Video, Zelda Breath of the Wild-Video gefragt, ob ich es zu 100% mache. Ich habe weder Ja oder Nein gesagt, weil ich sowas nie beantworten kann und werde. Und. Ich habe gestern Abend weitergespielt und meine Fresse. Also, ich bin zu einer bestimmten Stelle gekommen und habe mir dann so gedacht, also wenn ich das zu 100% mache, dann sitze ich noch 5 Jahre dran. Aber ist in Ordnung. Ist okay. Kann man so stehen lassen. Das Problem ist, wir können nicht über Zelda sprechen, weil das wäre dann wieder Spoiler für einige Leute und deswegen können wir uns das im Endeffekt eigentlich schon schenken. Aber egal. Wo möchte ich jetzt eigentlich hin? Darüber möchte ich aber auch gleich nochmal sprechen, was Zelda angeht. Wir waren mit den Outfits beschäftigt. Irgendwas hat nicht funktioniert. Absolviere den Auftrag. Liebe ist das Opiat einer fremden Person. Ach so, aber da wissen wir nicht, wo das auftaucht. Teil 3. Eliminiere alle Spieler in einem Pokerspiel in Blackwater. So, das heißt, als nächstes geht's nach Blackwater. Was unter Umständen übrigens bedeutet, dass wir irgendwas von der Story triggern. Das nur schon mal so als Vorwarnung. Das heißt, wenn wir jetzt zufälligerweise über das richtige Ende von Red Dead Redemption stolpern sollten, dann ist das einfach so. Also, ihr seid vorgewarnt. Falls ihr gewisse Dinge noch nicht sehen wollt oder so, dann wäre es gut, wenn ihr es. Was zum Geier ist denn hier passiert? Ja, dann wäre es gut. Dann wäre es gut, wenn ihr es lasst. Was zum. Ich merke gerade, das Ganze fühlt sich gerade ein bisschen träger an als Zelda Breath of the Wild. Deswegen irgendwie die Pferdesteuerung und so. Naja, muss mich da jetzt erstmal wieder so ein ganz klein bisschen reinfuchsen. Und in 5 Jahren begrüßt uns Hering zum 1000. Part von Zelda. Ja, das würde aber voraussetzen, dass ich wirklich jeden Tag ein Part bringe. Lassen wir mal. Wir werden es mal sehen. Hallo Industrial Mayhem, auch wenn ich dich jetzt gerade nicht gelesen habe.
Zu den 100% gehören Herztintenfische, Cacklebats und das Durchspielen des Spiels. Hoffe, das war nicht zu viel Info. Na gut, im Endeffekt ja das, was man halt immer sieht, wenn man eine Insel ansteuert. Also, dies scheint noch einigermaßen machbar zu sein. Einigermaßen. Weiß nicht. Hab jetzt schon, aber ich würde vorweggreifen. Ich denke mir halt so, in dem Spiel bekommt man ja nach und nach immer neue Fähigkeiten. Deswegen lohnt es sich vielleicht nicht immer sofort alles holen zu wollen. Ja. Deswegen passt das erstmal. Ich spiele es erstmal so, wie ich im Gefühl habe, dass es okay ist. Und wenn ich dann der Meinung bin, dass ich genug Fähigkeiten habe, dann reise ich vielleicht nochmal in zurückliegende Gebiete zurück. Mache ich ja eigentlich immer in solchen Spielen. Deswegen passt das schon. Dop, die dop, die dop, die dop. So. Keine Sequenz oder dergleichen. Stattdessen. Nö, stattdessen Pokerrunde. Ach ja, ich sollte mich aber eigentlich umziehen, ne? Für die Pokerrunde wurde gesagt. Ich sollte mich umziehen, damit wir um einen höheren Einsatz eventuell spielen können. So, wie war denn das? Wie war denn das? Und vor allem, welches Outfit wollten wir dann? Nein, nicht Karte. Outfit. Wenn du diese vornehme Kleidung trägst, kannst du bei den Pokerrunden in Blackwater um hohe Einsätze spielen. Oder ich kann beim Pokern betrügen. Ich nehme mal die Gentleman-Bekleidung. Ist schon in Ordnung. Wo ist Kleiderschrank? Nein, halt doch, Moment. Outfit. Outfit wechseln. Gentleman-Bekleidung. Die ist ja weiß. Sieht interessant aus. Okay. Wie ein wahrer Gentleman. Ein Fall für Professor Layton. Gekonnt ist eben gekonnt. Und lass mich raten. Ich finde den richtigen Ausgang nicht. Das zum einen. Und zum anderen. Wehe, jetzt sind alle weg. Wehe, jetzt sind alle weg. Wehe, jetzt. Nein, hier wird den ganzen Tag über gepokert. Herrlich. Gut. Wir werden jetzt nichts anderes mehr sehen übrigens. Tausend Chips? Okay. Ist das gut? Ist das schlecht? Ist das... Das wird eine halbe Ewigkeit dauern, oder? Bis ich hier rausgekegelt habe. Okay, so, was habe ich denn? Eine 3 und eine 6, da kann ich direkt aussteigen. Du musst hier... Was? Warum muss ich betrügen? Das Outfit sieht gut aus. Was ist jetzt so wichtig daran, dass ich betrüge? Come on, give me something good. I'm old enough to take a few risks. Deleted Link. Und bei mir in der Chatbox sieht man ihn komplett. Es lohnt nicht, Links zu posten. Und ich bezweifle, dass irgendeiner jetzt Lust hat, das, das abzuschreiben. Beschreib es am besten lieber. Wenn du unbedingt eine Meinung dazu haben möchtest. So, bei König und 5 gehe ich doch mal mit. Oh, noch ein König. Okay, das finde ich nett. Da setzen wir doch mal ein bisschen was. So. Geht mit. Steigt aus. Okay. Fünf nutzt mir nicht wirklich was, aber... Ach, ich riskiere es einfach mal. Und gehe all in. Steigt aus. Na danke. Gut. Das hat doch wunderbar funktioniert. Du musst betrügen, dann fordert dich einer auf, ein Duell mit ihm zu machen. Mit dem weißen Outfit geht's leider nicht. Ja, und was bringt mir das, dass er dann ein Duell mit mir macht? Ist denn die Pokerrunde schon gewonnen? Oder wie? Oder was? Oder wo?
Spielst du eigentlich auch Karten, Haringey? Selten. Weil so wenig Gelegenheiten dazu. Eine 2 und ein Bube. Oh, gehen wir mal mit. Oh, noch ein Bube. Heute ist irgendwie mal Glückstag. Dup, die Dup. Steigt aus. Oh, ist okay. Ich meine, das mit dem Betrügen und zum Duell auffordern und so, das hatten wir ja schon im Storyverlauf. Also weiß jetzt nicht, warum ich das nochmal machen soll, deswegen. 7 und 9, nö, da habe ich keine Lust. That's more like it. 6 und die Dame. Ja, gut, machen wir mal. So. I raise you. So beseitigst du jeden Spieler vom Tisch, was das Ziel der Herausforderung ist. Ach so, du meinst also, es geht damit schneller. Okay. Gut, das verstehe ich. Dann geht das in der Tat schneller und das ist dann eine Zeitersparnis, die ich gerne mitnehme. Ich glaube, weil es cool ist. Deswegen tragen sie Hüte. Das wäre zumindest der Grund, warum ich einen Hut tragen würde. Aber ich bin jetzt nicht so der Hutmensch. Deswegen kann ich es auch nicht genau beurteilen. So. Also eine lustige kleine Pokerpartie in Ehren. Aber wie gesagt, wenn wir das Ganze... Schon wieder die falsche Tür. Wenn wir das Ganze tatsächlich abkürzen können, dann ist uns allen, glaube ich, sehr, sehr geholfen. Betrügen. Okay. Du kannst versuchen, die untere Karte des Decks zu stehlen. Drücke dazu Y. Okay. Jetzt habe ich betrogen. Problem ist, keiner hat es mitbekommen. Sehr langweilig. There's some bite in this old dog yet. 3, 6, 7. Ist auch schön, dass wir jetzt gegen drei Leute spielen, nicht nur gegen zwei. You betcha. Oh, this will be an interesting one. Jetzt haben wir sogar einen drilligen Siebener. Ich probier's einfach mal. Geht mit. Einer geht mit. Okay. Du hast einen Siebener Drilling. Zwei Pärchen. 9 und 7. Ist ein Drilling besser als ein Pärchen? Straight. 7 hoch. Scheiße. Verdammt. Hoppla. Ein Versuch war's wert. Dupdi-dup. Okay, wir können doch nochmal, oder? Ja, wir können nochmal. Ja, ist in Ordnung. Das ist in Ordnung. So, halte den Pfeil im Zentrum. Den Pfeil im... Du wurdest beim Betrügen erwischt. Oh mein Gott. In flagranti. Na gut. So. Ich habe vergessen, wie es geht. Ich versuche ihn jetzt mal nicht zu entwaffnen, sondern ich versuche einfach nur ihn umzulegen. Ich glaube, das ist am einfachsten. Jupp. Das war ganz gut. Dupdi-dupdi-dup. Hat er noch was dabei? Ich weiß nicht. Gute Frau, Sie sollten da weggehen. Das ist ekelhaft. Pfui, pfui. Outfits?
Nee. Eliminiere alle Spieler in einem Pokerspiel in Blackwater. Das zählt nicht. Hallo Chippy. Bedeutet das? Moment. Sure, I could do with some work. Moment. Jetzt setze ich mich seelenruhig wieder dazu. Okay. Du wurdest beim Betrügen erwischt. Okay. Er ist der letzte Spieler jetzt. Wenn ich den jetzt umlege. Na gut, wenn das so ist, dann ist das so. Ich finde schön, dass sie den anderen weggeräumt haben. Dupdi-dup. Sorry, Sir. Ja, wie man es halt nimmt, mit eliminieren und so weiter, ne? Eliminiere alle Spieler. Nee. Aber da hat sich jetzt auch schon wieder ein anderer hingesetzt. Das kostet mich übrigens immer 100 Dollar. Warum kriege ich mein Geld dann nicht wieder? Das verstehe ich nicht. Dass sie überhaupt noch mit dir spielen wollen. Das stimmt. Das verstehe ich auch nicht. So, Mr. Wong. Das Geld geht an die Hinterbliebenen. Naja. Es sei ihnen gegönnt. Dup, die, dup, die, dup. Okay. Da sitzt doch schon wieder einer am Tisch. So, neue Runde, neues Glück. Aber Moment, dich habe ich doch schon umgelegt. Du kannst nicht da sein. Kann sein, dass mir Unsinn erzählt wurde. Ja, genau. Ich sehe mir mal Wiki dazu an. Ja, so viel dazu. Jetzt habe ich schon mein ganzes schönes Geld verloren. Ich sollte einfach spielen. Ich sollte mich nicht beeinflussen lassen durch sowas. Ich meine, wäre zwar eine nette Idee gewesen, aber das ist ein Zwilling. Das ist immer noch rot an der Stelle. So. Forgive me, sir. Outfits. Eliminiere alle Spieler in einem Pokerspiel in Blackwater. Nö. Das funktioniert so leider nicht. Aber der Pokertisch ist jetzt leer, das stimmt. Jetzt habe ich keine Leute mehr, mit denen ich spielen kann. Spiel einfach wieder. Ja, ich habe ja jetzt keine Mitspieler mehr. Es ist ja jetzt vorbei. Hallo, Wachtmeister. Ja, weil was soll ich sagen? Es ist nicht meine Schuld. Es ist eindeutig Setiris Schuld. Also, ich war nur die ausführende Hand. Aber das Mastermind hinter diesem Plan, das war ein ganz anderer. Entschuldigung, ja. Sag das mal den Familien dieser Leute. Wow. Entschuldigung. Okay, so. Ich soll beim Schneider einkaufen, wurde da irgendwie gesagt. Wahrscheinlich kann ich jetzt nicht mal mehr beim Schneider einkaufen, weil mir jetzt das Geld fehlt. Kann das sein?
Na, im Notfall kann ich einen Spielstand neu laden. Hey, Yellowbelly, komm her! Du willst dich nicht mit mir anlegen, ich glaub nicht. Bin ich hier richtig? Hallo? Schneider? Oh, US-Militär, gekauft. Cool, danke dafür. Dupdi-dup. Wenn das jeder Verbrecher sagen würde. Was, ist das eine Schuld ist? Dupdi-dup. So, was mache ich nun? Was mache ich nun? Erstmal wieder richtig laufen wäre ganz gut. Ah! Welche lustre Runde! Ja. Oder ich könnte natürlich auch einfach versuchen, gegen ihn zu gewinnen. Wie wäre es denn damit? Absolviere eine Nachtwache im Blackwater, müssen wir übrigens auch noch tun. US Army Uniform Menüeintrag aktualisiert. Hä? Wie aktualisiert? Einfach nur, dass ich eingekauft habe, oder was? Warum ist jetzt hier auf einmal alles lila auf dem Radar? Das verstehe ich nicht. Ah. Okay. Hier ist dann übrigens das Ende des Spiels. Hey, willst du mit mir pokern? Nein. Wir versuchen. Ist ja nur einer. Auch wenn es uns unter Umständen dauern könnte. Du willst fair spielen? Voll langweilig. Ja, betrügen bringt ja offenkundig nichts. Was soll ich tun? Nö. Ach, was sind schon $500? Ja. Nö. Boopidoopidoop. Bis hierhin sehr ertragreich für ihn. Okay. Oh. So, da hätten wir schon mal das Königin-Pärchen. Da setze ich doch einfach mal muntere 200. Und er steigt aus. Na toll. Das kann sich jetzt ziehen. Außer er blufft irgendwann mal. Und will es so richtig wissen. Okay. So, dann hätten wir jetzt schon mal Bube, Dame, Ass. Ja. Wir versuchen es einfach mal. Okay. So kann man sich natürlich auch, ne? Also, mühsam ernährt sich das Eichhörnchen. Einfach immer ein bisschen höher gehen. Gucken, ob er mitgeht. Zwei Buben. Hm. Bube, Dame. Bube, Dame, König. Bube, Dame, König. Okay. Schon $2 im Plus. Ja, es macht sich, ne? Ist schon ganz gut. Wie schlau sind die Pokerspieler hier eigentlich? Ich weiß es nicht. Wie definierst du denn auch Schleue beim Pokern? So, jetzt haben wir wieder Bube, Dame, König. Sogar alles Kreuz. Ich weiß nicht genau, ob das was bringt, aber... ist vermutlich nicht schlecht. Okay, erhöht. Alles klar. Ja gut, dann erhöhe ich auch mal.
Oder ich gehe jetzt einfach all in und hoffe auf das Beste. Steigt aus. Na gut. Oh, aber da habe ich jetzt... Ah, da habe ich jetzt aber richtig gewonnen. Seht ihr? So macht man das nämlich. So. Noch ein Bube. Er hat nur noch 300 Chips. So. Okay. Da haben wir jetzt ein 9er-Pärchen, aber das haben wir beide ja. 9, 10, Bube. Das könnte doch auch gut werden, oder? Ich bluff jetzt einfach weiter. Ich meine, er kann dann ja so... Genau, er kann ja sowieso nicht mehr so viel setzen. So, egal. So. Dann machen wir ihn halt auf die Art und Weise pleite. Ist schon in Ordnung. Du. 3, 6, 9. Alles uninteressant. Machen wir mal so. Schieben, schieben. 3, 6, 9. Aber mit der 5 kann ich da jetzt auch nichts anfangen, ne? Hm. Wir versuchen's. Steigt aus. Der macht das immer. Erst so ein bisschen schieben und mitgehen und dann, wenn ich zu hoch setze, dann hat er keinen Bock mehr. Ich hab's mir durchgelesen. Ja, man hätte einfach nur normal spielen müssen. Ja. Wie erklärst du das jetzt den drei Familien? Oder den vier, je nachdem. Oh, ein Ass. Okay. 3, 6, 10. Na, wir gehen mal so mit. 3, 6, 7. Dann noch die 5. Steigt aus. Mein Glück ist jetzt natürlich auch, dass er nie ein gutes Blatt hat. Ja. Oh, das ist natürlich 4 und 5, aber ist im Endeffekt egal, was ich habe, also. Hab so ein bisschen den Eindruck. Schieb jetzt einfach nochmal, er schiebt auch. Oh, jetzt haben wir zum Beispiel sogar ein 5er-Pärchen, das ist ja irgendwie nett. Ja, da setze ich mal... Na okay, Moment, dann machen wir es jetzt mal ein bisschen anders. Da setze ich mal 100. Mal gucken, ob er mitgeht. Nö, steigt auch aus. Hm. So. Oh, ein 2er-Pärchen. Ja. König, Ass. Mhm. Ja, wir schieben mal. 6, 9. Schiebt. Wieder alles rein hier. Steigt aus. Und wieder ein bisschen gewonnen. Ich fühle mich total unschuldig. Ich habe kein Verbrechen begangen. Ich war nur der verlängerte Arm. 10 und eine Dame. Das ist aber alles nicht so prall hier, ne? Ein kleines Ass. Ich meine, ich habe wirklich verdammtes Schwein. Dass sein Blatt wirklich auch nie passt. Aber naja. 3 und 5. Chippy Wuff. Kein Verbrechen, ungleich Mord an drei Leuten. Ach, das ist alles. Wir sind aber auch ganz schöne Moralapostel heute, ne? Also, kannst halt auch übertreiben.
Der steigt ja bei allem aus. Der will überhaupt nicht mehr mitspielen. Das ist voll langweilig. Neun und Dame. Mhm. Okay. Oh, er geht mit. Okay. Verdammt. Vielleicht hat er jetzt tatsächlich was. Ich schiebe mal. Er setzt. Okay, er hat irgendwas Gutes. Dann bluffe ich jetzt einfach. Steigt aus. Schwein gehabt. Okay. Aber dann haben wir ihn jetzt eigentlich gleich. Boah, guckt euch das an hier. Das ist doch ganz nett. Bube, Dame, König, Ass. Fehlt ja nicht mehr viel. Also, der Bube fehlt halt noch. Kann man mal so nehmen. Steigt aus. Er hat das Ass. So, 4 und König. Hat 10 hoch. Du hast König hoch. Du gewinnst. 60 mit König hoch. Er fliegt raus. $200 gewonnen. Jiha. Okay. US Army, genau. Okay, und der Menüantrag wurde jetzt aktualisiert, ja? Dö. Eliminiere alle Spieler in einem Pokerspiel in Blackwater. Jiha. Okay. Na, doch funktioniert. Ging schneller als gedacht. Können wir direkt wieder hochgehen und uns umziehen? Irgendwas Fesches. Bubbidub. Es gibt nur eine vernünftige Lösung. Lad die Familien zu einer Runde Bahnfahrt ein, wenn ihr versteht. Tschuk, tschuk. Tschucke, 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 tschucke. Das ist eine tolle Idee. Schatzsuche-Outfit? Hatte ich das überhaupt schon mal an? Das sieht voll widerlich aus. Nee, ich will nicht so rumlaufen. Das ist ja... Da muss ich mir fast schon schämen. Nehmen wir halt lieber den eiskalten Revolverheld. Ja. Das hat so einigermaßen Stil. Hat nur $300 und 3 Menschenleben gekostet. Wir haben den Eintrag, genau. Mehr will man ja vielleicht auch manchmal gar nicht. So, jetzt natürlich die spannende Frage. Wo ist... Hier ist der Nachtwachenjob. Den gehen wir doch spontanerweise einfach mal dorthin. Und erledigen. Dieses kleine... Unterfangen. Was auch immer das hier bedeutet. Achso. Problem ist natürlich nur... Sollte man eventuell in der Nacht machen wollen. Kann ich eigentlich... Nee. Wie? Hilfe, Hilfe. Was denn? Wo ist der Dieb? Wo ist mein Pferd? Wo ist mein Pferd? Los, Pferdchen, schnell, schnell, schnell. Ja, wirklich schnell. Komm. Wir haben nicht ewig Zeit. Oh, wir müssen uns um den Dieb kümmern. Da liegt ja immer noch die Blutspur. Wo ist er hin? Wo ist er hin? Upsa. Du warst... Okay. Diese Dame war offenkundig nicht der Dieb. Sie war zur falschen Zeit am falschen Ort. Das kam mir doch gleich komisch vor. Naja. Okay, kann man nichts machen.
Du Scheiße. Es tut mir leid. Wow. Okay. Work your damn neck. Sehr lieb. Du-dup, di-dup, di-dup, di-du. Du-dup, di-du. Jiha. Ich sehe übrigens nichts, weil gerade mein Kater wieder vorm Fernseher ist, aber ist kein Problem. So, hier, Geld zurückgeben. Ich habe dein Geld zurück. Du bist ein Saint und ein Scholar. Hier ist ein Token meiner Gratitude. So ehrlich. Mit dem Kleid hätte sie gar nicht davonlaufen können. Ich fand, sie sah aus der Ferne sehr verdächtig aus. So wie sie da entlang geschlendert ist. Also, die Lady hatte das faustdick hinter den Ohren. Das ist schon auf eine gewisse Art und Weise gerechtfertigt. Ist in Ordnung. So. Achso, jetzt haben wir aber immer noch das Problem, dass es tagsüber ist und nicht nachts. Kurz mal absteigen. Blackjack muss ich auch bestimmt auch noch spielen, oder? Hatten wir überhaupt schon mal Blackjack gespielt? Weiß ich jetzt gar nicht. Ups. Man sollte die Stadt schnell verlassen. Das reicht schon, wenn du dich zu Hause versteckst. Solange du nicht unbedingt auf offener Straße herumläufst, ist es alles kein Thema. Weil in die Häuser gehe ich ja meistens nicht rein. Meistens. Jemand sollte die Blutspuren wegmachen. Irgendwann ja. Sieht ja nach nichts aus. Hoppla. Hallo Pferdchen. Ich glaube, mittlerweile sind sie aber weg. Das sah jetzt so verdächtig. So verdächtig gut hier aus. So, Delle. Wie wär's denn irgendwie damit? How do you do, Mr.? Erstaunlicherweise haben die Gesetzeshüter dieser Stadt aber nichts dagegen, dass ich hier immer mal wieder so ein bisschen aufräume. Watch out for any suspicious activity. I jump them if you spot them. Might be good to follow that dog there. Suche die Gegend mit dem Hund nach Störenfrieden ab. Ah ja. Fange die Verbrecher mit dem Lasso und fessle sie oder stoppe sie mit allen Mitteln, bevor der Morgen anbricht. Fängst du sie lebend? Na gut, probieren wir es mal. Man kann es ja zumindest mal testen. Auszugsweise. Jetzt war das erste Mal an diesem Abend, aber naja. So, Wufti. Oh mein Gott. Das Verbrechen schläft nicht. Leider. Was geht hier vor sich? Man weiß es nicht. Genau den Falschen. Genau den Falschen. Das ist so ehrlich. Da war jetzt Wesker, aber zugegebenermaßen ein bisschen mit Schuld. Du kannst ihn hier zurücklassen. Hiesige Gesetzeshüter. Okay, alles klar. Das wäre so schön gewesen, wenn ich dem Verbrecher geholfen hätte. Mister, haben Sie ein Problem mit diesem Typen? Warten Sie, Moment, ich fessle ihn für Sie. Dann können Sie ihn leichter ausrauben. Also. Kann ja wohl nicht wahr sein. Ich hatte wirklich Glück, dass du Lasso keinen Revolver in der Hand hattest. In der Tat. So, was geht jetzt hier ab? Wesker, ich sehe wieder nichts. Wuhu! Ah! Nicht gut. Oh. Ja. Ich mach das hier halb blind, ja? Das ist echt nicht einfach. Dup, die, dup, die, dup. Eine ereignisreiche Nacht in jedem Fall.
Na, Wufti? Wo führt uns die Reise jetzt hin? In die nächste Seitengasse? Was? How do you like that? Ah ja. Ich habe keine Ahnung, was du gemacht hast. Aber es scheint... illegal gewesen zu sein. Hoppsala. Wow. Gut. So, geh zum... Okay. Jetzt wäre noch der Hammer, wenn du den Hund mit dem Lasso erwürgst. Dieser Hund wirkt verdächtig. Der kläfft zu viel. Hallo, Officer. Mein Kater hat so wunderschöne Augen. Ach, Kätzchen. Ich weiß. Ich weiß, ich weiß. Was denn nu? Bring das gestohlene Pferd seinem Besitzer zurück. Na, aber gerne doch. Kommt Wufti mit? Mal gucken. So, komm her. Wir krallen uns den Pferdedieb. Jiha. Oh, und laufen bitte nicht in die Hauptquest rein. Wäre zumindest besser. So, fang das Pferd mit dem Lasso ein oder sitz auf. Und was mache ich mit dem Typen? Keine Ahnung. Den lasse ich jetzt einfach stehen. Hoppsala. Nein! Ah! Hier ist altbekannt Problem. Dass mir der Steuerung nicht zurechtkommt. Ach, ist ja gut. Mann! Klappe. So. Pferdchen? Pferdchen! Juhu! Schönes Pferdchen, Pferdchen, Pferdchen. Na. Schönes Pferdchen, Pferdchen, Pferdchen. Haben wir es jetzt? Wir haben es jetzt. Dup, die dup, die dup. Der wollte es jetzt nicht anders. Der hat quasi drum gebettelt. Das stimmt. Let's go! Let's go! So. Jiha! Hallo, Mister. Das ist doch Ihr Pferd, oder? Tschuk-tschuk. Tschuk-tschuk. Wundervoll. Wie lange hast du Wesker eigentlich schon? Seit 2008. Würde ich jetzt mal so spontan sagen. Also schon eine gewisse Weile. Okay. Outfits. US Army Uniform. Wenn du diese Uniform trägst, wirst du für einen Soldaten gehalten. Okay. Warum nicht? Ich will für einen Soldaten gehalten werden. Respektieren die Leute mich dann mehr? Sind die dann besonders lieb zu mir? Geben die mir dann ab und zu mal einen Kaffee aus? Wer weiß das schon so genau? Und bitte. Ja. Eindeutig. US Army. Sieht hübsch aus. Aha, aha, aha. Gut. Okay, jetzt können wir ein bisschen inkognito hier rumlaufen. Outfits. So. Absolviere den Auftrag, Liebe ist das Opiat einer fremden Person. Der Verfolgung. Problem ist nur, das wird immer noch nicht angezeigt, oder? Legende einblenden. Scheiße. Der zeigt mir jetzt nur das. Achso, nee, Moment. Reyes-Rebellen, Kleidungsstück 4. Mich deucht, wir müssen hier hinreiten.
Weil wir die Quest dort weiter fortführen können. Gut zu wissen. Okay, dann steht jetzt ein bisschen Reitarbeit vor uns, aber das ist Reitarbeit. ja. In Mexiko wirst du mit dem Outfit wohl eher schneller erschossen. Ja, welch Zufall, dass wir jetzt nach Mexiko reisen. Da soll die Luft ja besonders schön sein, habe ich gehört. Pferdchen. Was ist los mit dir, Pferdchen? Komm. Vorsichtshalber wähle ich schon mal die richtige Waffe aus. Und dann geht's jetzt ab. Yeehaw! Ja, schönen Abend noch, Vincent. Und ciao. Okay. Die Outfits sind größtenteils dafür, um unbemerkt zu sein. Aha. Das heißt, eigentlich wäre es sinnvoll gewesen, wenn man sie sich im eigentlichen Spielverlauf geholt hätte. Und nicht jetzt im Nachhinein. Aber das ist mir egal. Mir geht es ja einfach nur darum, sie zu haben, haben, haben. So, okay. Reden wir doch nur ein kleines bisschen über Zelda. Also, ich weiß ja nicht, ob ihr es mitbekommen habt. Aber ich habe ja ein Let's Play dazu jetzt gestartet, ne? Läuft seit ein paar Tagen. Läuft eigentlich auch ganz gut. Also, ich für mein Dafürhalten bin bis hierhin eigentlich relativ zufrieden damit. Ich muss auch irgendwie zugeben, auch wenn es total blöd wahrscheinlich klingt, aber ich gucke mir die Videos teilweise auch selber gerne an. Ja, ich gucke mir meine eigenen Let's Plays an. Oh mein Gott. Ich finde, ich habe noch nicht allzu viel Dusseliges gemacht, was man halt als Let's Player normalerweise so macht. Im Gegenteil, ich stelle mich sogar einigermaßen gut an. Und ja, das einzige Problem, was ich natürlich habe, ist halt das Übliche. Jetzt kommen die ersten Leute aus den Ecken gekrochen, um das jetzt ein wenig despektierlich zu formulieren. Die mir natürlich in aller Seelenruhe sagen, dass sie das Spiel jetzt ungefähr eine Woche durchgesuchtet haben. Dass sie schon alles kennen und wissen. Und ja, das bekomme ich jetzt irgendwie in steter Form mitgeteilt. Was ja auch schön ist und was mich viele Leute auch freut. Was jetzt auf der anderen Seite dann aber wiederum auch nur zeigt. Ja, das wird mit dem ollen Let's Play noch eine Weile dauern. Und ja, ich meine, hätte mir ja im Vorfeld auch klar sein müssen, ne? Wenn ich das Ganze so mache, dass es dann eine Zeit lang dauern wird. Aber weiß halt nicht. Ist halt ein blödes Gefühl. Weil ich selber werde jetzt sowieso an jeder Ecke gespoilert. Sei es nun durch Kommentare, sei es durch irgendwelche Tweets, sei es durch Thumbnails von anderen Videoerstellern oder so. Also, ich glaube, ich habe gerade ein Häschen über das, tut mir leid. Es ist nicht so einfach, jedenfalls damit klarzukommen. Sich von dem Spiel irgendwie auf eine gewisse Art und Weise fernzuhalten, damit man selber noch überrascht wird über das eine oder andere. Aber ja, ich kann mich halt auch nicht komplett aus dem Internet ausklinken. Aber ich hätte es auch nicht wirklich anders machen können. Das ist mein Problem. Weil, wie ich euch ja im ersten Part schon gesagt habe, ich habe es ja am selben Abend eigentlich noch versucht, also als das Spiel rauskam, erstmal für mich alleine zu spielen. Und das hat nicht funktioniert, weil ich dann schon nach einer halben Stunde keinen Bock mehr hatte. Ich muss auch sagen, das hat bei dem Spiel so ein ganz klein bisschen gedauert, bis ich so wirklich den Punkt erreicht habe, wo ich auch alleine mit dem Spiel klargekommen wäre, wo ich wirklich gemerkt habe, okay, jetzt ist der Funke komplett übergesprungen und jetzt könnte ich es theoretisch auch alleine spielen oder jetzt hätte ich auch alleine so viel Interesse oder so viel Lust, mich dem Ganzen hinzugeben und ganz und gar daran aufzugehen und so. Hallöchen, Prinz Huma. Let's go. Let's go. Es ist halt nicht so einfach. Wisst ihr, was aber ein gewisses größeres Problem jetzt fast an der Stelle ist?
Also von meinen Videos mal abgesehen, ne? Die sich ja sowieso keiner angucken muss, der nicht gespoilert werden möchte. Aber ich selber halte mich sehr zurück, was das Reden über dieses Spiel angeht. Weil ich mir sehr unsicher darüber bin, über was ich überhaupt reden darf bei diesem Spiel und was nicht. Ich würde furchtbar gerne eigentlich auf Twitter viel mehr über meine Erlebnisse aus Zelda Breath of the Wild berichten, beziehungsweise gerne so schreiben, oh, ich bin gerade da und da und das macht gerade voll Spaß und oh, ich bin gerade da und habe das und das entdeckt und so weiter. Aber ich weiß genau, dass sich dann irgendeiner dadurch gestört fühlen könnte, weil der oder diejenige das Spiel dann eben noch nicht dort bis zu diesem Zeitpunkt gespielt hat oder das noch nicht entdeckt hat oder so, und dann bin ich der Spielverderber vom Dienst. Das heißt, ich bin derjenige, der sich momentan ganz dezent zurückhält und so. Ich frage mich halt nur, ob es wirklich was bringt, weil die ganze andere Welt um mich herum, die hält sich ja nun mal nicht zurück. Das heißt, ich bin wahrscheinlich der einzige Let's Player, der sich irgendwie damit zurückhält oder so. Also das ist so das Problem, was ich damit momentan habe. Ich weiß nicht so richtig, wie ich damit umgehen soll. Ich würde furchtbar gerne über das Spiel reden, aber ich kann es nicht oder ich darf es nicht, weil ich niemandem das Spielerlebnis kaputt machen möchte. Aber gleichzeitig denke ich mir so, ich verpasse damit irgendwie was. Weil ich es dann nicht mal schaffe, irgendwelche Diskussionen irgendwie anzustupsen oder so. Oder das ist voll nervtötend, dass man über das Spiel nicht reden darf. Kennt ihr jedenfalls mein Problem? Also, was das angeht. Ja, nicht mal in die Discord-Zelda-Ecke kann ich wirklich reingucken, Machine Play. Weil natürlich auch da schon teilweise über Dinge geredet wird, die halt, naja, andeutungsweise. Ich weiß, dass ihr euch auch da schon so ein bisschen zurückhaltet. Aber das ist so... Man kann über dieses Spiel einfach nicht reden. Das ist auf eine gewisse Art und Weise total lächerlich. Aber irgendwie, naja. Ich muss halt wahrscheinlich wirklich damit leben, dass ich nur über dieses Let's Play irgendwie mit euch kommunizieren kann. Was aber auch ad absurdum geführt wird, einfach aufgrund der Tatsache, dass ich schon 20 Parts weiter bin, als das, was ihr momentan seht. Das heißt, viele Dinge oder viele Fragen, die ich mir selber zum Zeitpunkt meines Let's Plays, wo wir uns jetzt gerade befinden, eben stelle oder gestellt habe, die sind mittlerweile schon längst wieder obsolet, weil ich selber drauf gekommen bin oder weil ich selber schon irgendwie was darüber gesehen habe oder so. Oder also... Deswegen sind manche Tipps halt auch lieb und nett gemeint, aber im Endeffekt ja, also zum Zeitpunkt des Videos ist es okay, aber wie gesagt, wenn man dann eigentlich schon 5 oder 10 Stunden weiter ist im Spiel, dann bringt einem das dann in dem Moment auch nicht mehr so viel. Aber naja. Ich muss es aber halt auch so machen, oder beziehungsweise ich will es ja auch so machen, weil ich selber so viel Bock auf das Spiel habe. Ich habe gestern Abend, obwohl ich ja normalerweise unter der Woche keine Let's Play-Aufnahmen mache, aber gestern Abend habe ich Zelda gespielt. Ich habe 2 Aufnahmen getätigt, immerhin, weil ich einfach Bock drauf hatte, irgendwie den Abend damit ausklingen zu lassen, weil das Spiel einfach so unfassbar viel Spaß macht. Ja. Und dadurch entsteht eben zwangsläufig so ein gewisser Video-Überschub momentan. Oder Überfluss. Video-Dingens. Ein Mann hat meine Kutsche geklaut. Halten Sie ihn auf. Ja, ist ja gut. Aber nur weil es mir jetzt nochmal auf die Art und Weise gesagt hat. Steig auf die gestohlene Kutsche. Aber gerne. Ja. Aber erstmal kurz ausrauchen. Kutsche. Bring diese gestohlene Kutsche den Besitzer zurück. Auch wenn mein Pferdchen gerade sehr, sehr beleidigt ist. Was ist da hinten los? Irgendwelche Wölfe oder so, die da total steil gehen? Wow! Spinnchen? Hilfeleistung gescheitert. Du heißt das... Ich habe das Opfer gerettet! Vor wilden, streunenden Kötern! Wow. Na gut. Mal auf Topic. Was passiert, wenn Red Dead Redemption durch die Pampa reitet und nicht auf den Straßen? Gar nichts. Du kannst durch die Pampa reiten.
Die Wahrscheinlichkeit ist dann vielleicht größer, dass du von irgendeinem Puma oder einem Bären oder irgendwas anderem angefallen wirst. Aber ansonsten kannst du auch quer durch die Pampa reiten. Ist völlig in Ordnung. Das gespielte Spiel ist jetzt off-topic. Das stimmt. Also bei zeitnahen Kommentaren könntest du doch nicht. Story-relevant. Was? Wie? Wo? Blablabla. Das Problem ist, ich habe jetzt so viel selber geredet, dass ich eure Diskussion teilweise gar nicht mitbekommen habe. Wenn ihr jetzt konkrete Fragen nochmal hattet, dann stellt sie am besten nochmal. In kurz, damit ich irgendwie drauf eingehen kann. Eventuell ist das dann, vielleicht kommen wir dann irgendwie auf einen Nenner. Aber wie gesagt, zu viel jetzt über Zelda zu reden, bringt da sowieso auch nichts, weil das wollten wir ausklammern. Aber, also, Detailfragen, darauf kann ich sowieso nicht eingehen. Es ist jedenfalls Fluch und Segen, dieses Spiel. Ich glaube, so kann man es am besten beschreiben. Es ist ein absoluter Segen, dass wir es haben und dass wir es spielen können und dass es so unfassbar viel Spaß macht. Aber es ist ein einziger Fluch, dass man nicht drüber reden darf. Ich frage mich, wann die allgemeine Sprachblockade diesbezüglich aufgehoben wird. Ob das irgendwie, ob wir in einem halben Jahr so weit sind, dass wir darüber sprechen können, oder in einem Jahr, oder niemals. Kein Schimmer. Deine Zelda-Videos haben bei mir gesorgt, dass ich sehr wahrscheinlich sehr viel früher eine Switch hole. Ja, das hatte mir Globinho ja unter den Kommentaren zum Beispiel auch geschrieben, dass er sich jetzt nur wegen mir eine Switch und Zelda gekauft hat. Und dass ich bei Nintendo endlich mal anfragen soll, so von wegen Gewinnbeteiligung. Zeit wär's in der Tat. Düp, düp, düp. Hallo? Hey, Hi! Mister. What are you doing here? Hello, friend. What are you doing here? You left El Matadero ages ago. Well, I missed a train. What are you talking about? I'm leaving tomorrow, honestly. Don't you have a beloved? She said she would wait. Honestly, I'm quitting tomorrow and leaving. What do you mean quitting? I didn't say that. I'm fine. I'm fine. She's my beloved. And I love it. Liebe ist das Opiat abgeschlossen. Cool. Mensch, das war ja eine tolle. Kann mir das irgendjemand erklären, was hier abging? Du, Statistik, Missionen. Nee. Mission? Wo wird denn das? Fremde Personen. Liebe ist das Opiat. Du hast in El Matadero einen Lohnsklaven befreit, sodass er nach China zurückkehren kann. Einige Wochen nach seiner angeblichen Abreise nach Shanghai ist dir Su am Bahnhof in Chuparosa begegnet. Er meinte, dass er morgen aufhören würde. Aha. Ja, gut. Wie schön, dass ich diesem Menschen geholfen habe. Hätte ich mal lieber das Pferd behalten. Verdammt. So, Reyes Rebellen-Outfit. Verkleide dich als einer von Reyes Rebellen und die Gesetzeshüter Mexikos werden dich gut behandeln. Klingt gut. So, US Marshal Uniform. Komplettes Outfit. Hebe binnen 24 Stunden alle US-Bandenverstecke aus. Was? Alle US-Bandenverstecke. Okay, Outfit noch nicht entdeckt. Spiele das Spiel zu 100% durch. Sammle 5000 Fleisch. Erlege einen Puma mit einer Stange Dynamit. Puma mit Stange Dynamit. Hab ich Dynamit? Feuerflasche. Ich hab Dynamit. Jetzt brauche ich nur noch einen Puma. Sag mir mal einer, wo ich einen Puma herkriege.
Du. Ich hoffe noch auf einen Switch XL in den nächsten Monaten. Ja, im Endeffekt könnten wir Erstkäufer alle ziemlich gearscht sein, wenn Nintendo irgendwie auf den Trichter kommt. Oh, bei der Switch kann man ja noch ein paar Dinge verbessern. Naja, bringen wir mal eine geupdatete Version raus. Aber naja. Eine Mini-Switch wäre spannend. Morgen. Hat irgendjemand eine Idee, wo ein Puma ist? Sonst muss ich einen Puma suchen. Und das kann dauern. Ich meine, in den Bergen hier oben, da sind wir sowohl dem Bären begegnet, aber auch einem Puma. Eventuell könnte ich da. Oder? Ich bin generell irgendwo hier, ich weiß gar nicht, ob in Mexiko Pumas unterwegs sind. Sind wir hier jemals einem Puma begegnet? Hier in Amerika schon, aber in den verschneiten Bergen, ja, das wäre auch mein. Hast du über. Ja, hab gerade überprüft, ich hab Dynamit. Also das Problem wäre. Es fehlt nur der Puma. Wenn sie Tiere es weiß, dann wäre das die Chance, sich zu rehabilitieren. Du müsstest mir nur sagen, wo ein Puma ist. Und dann würde ich sofort hingehen und ihn suchen. Das kleine süße Schnuckelkätzchen. Putzi, putzi. Ich wüsste noch nicht mal, wo ein Bandenversteck ist, geschweige denn ein Puma. Ja, Bandenversteck bin ich auch so im Überlegen. Beziehungsweise dafür werde ich wahrscheinlich auch so eine Art Komplettlösung oder so brauchen. Weil bei Bandenversteck würde ich jetzt in erster Linie irgendwie an Four Mercer denken. Ja, und dann hört es schon wieder auf. Keine Ahnung. Ich weiß nicht genau. Oder soll ich mir selber das Red Dead Redemption Wiki aufmachen? Geht vielleicht schneller, oder? Was wären noch andere Aufgaben hier? Gewinne $1000 beim Glücksspiel. Yay! Habt ihr auch Lust auf noch eine Runde Pokern? Sammle Kräuter im Wert von $200. Exekutiere 20 Leute. Erlege und häute 8 Schlangen. Galoppiere an den Rand zu Amerika, also an die Grenze zwischen Mexiko und Amerika. Ja, das kriegen wir hin. Und dann? Konnte man die Quests nicht irgendwie aktivieren, dass man das Gebiet sehen kann, wo man hin muss? Ja, aber das funktioniert scheinbar nur bei einigen. Also, bei diesen Sammelsachen und so funktioniert das nicht mehr. Normalerweise wäre das nämlich eben Drücken des X-Knopfes, damit ich das aktivieren kann. Aber ist die Grenze zwischen Mexiko und Amerika, da ist ja halt der Fluss so ein bisschen im Weg. In den Büschen lauern die. Na toll. Das Problem ist, wie Skippy der Buschpilot. Das Problem ist nur, es wäre eigentlich ganz gut, wenn ich den Puma zuerst sehen würde. Und nicht der Puma mich. Weil so wie ich mich kenne, wird es furchtbar, furchtbar schief gehen, wenn der Puma mich zuerst sieht. Wenn es wiederum andersrum ist, dann ist kein Problem. Tjo. In den Büschen. Hast noch Katzenfutter übrig? Na, dafür ist das Dynamit gedacht. Der kleine Puma. Ja, wo ist er denn? Ja, irgendwo muss er doch hier sein. Der kleine Schnucklige. In Amerika aber, in Mexiko eher weniger. Okay. Dann also. Was zum Geier? Der Typ hatte Probleme, ist mir egal. Kann mich um alles kümmern. War kein Puma dabei. So.
Wie oft bin ich einem Puma in diesem Spiel begegnet? War gar nicht so furchtbar oft, oder? Easy. So viele Pumas habe ich auch gar nicht erlebt, bin ich der Meinung. Hoppsala. Ja, so viel zu suchen in den Büschen. Vielleicht hat Puma gelernt zu bellen. Pumas, die bellen, beißen nicht. Hä? Bist du ein Puma? Du bist kein Puma. Geh weg, du bist kein Puma, ich will dich nicht. Du. Suche nach dem Puma des Glücks. Suche nach dem Puma. Du könntest Köder benutzen. Aha. Pumas waren die Viecher, die dauernd deine Pferde gefressen haben. Oh, ich habe einen Puma. Problem ist nur... Verdammt. Hey, wo ist er hin? Okay. Das war raffiniert. Sehr raffiniert. Okay, alles klar. Nein! Explodier! Nein! Hilfe! Es ist übrigens verdammt schwer, diese Viecher irgendwie mit einer Stange Dynamit umzubringen. Habe ich das schon mal gesagt? Ah! Mann! Wie erwartet! Hallo Celine. Jetzt stellt sich nur die Frage, wer da wen gefunden hat. Das war jetzt nicht so gut, Hering. Ach was. Sag doch nicht sowas. Ich finde, das war sehr, sehr gut. Wirf Dynamit vor dich, dann lauf drüber, dann explodiert es knapp hinter dir. Das ist eine sehr gute Theorie. Wir versuchen diese These gleich irgendwie weiter zu überprüfen. Mit ein paar weiteren Stangen Dynamit. So. Aber dann weiß ich ja jetzt, wo ich Puma suchen darf, ne? Die Stelle finden wir doch nochmal wieder. Galopp, galopp, galopp. Hast du ja gemerkt, wo die Pumas... Ja, ja, ich hab's mir gemerkt. Ich bin doch kein... Hoppla. Kombiniere, du bist kein Skyrim-Pferd. Auf steile Abhänge stehst du jetzt nicht so, ne? Kann ich mir fast gar nicht erklären. Das wird doch sehr unterhaltsam. Ruhe. Wird's gar nicht. Das wird gleich sehr geschickt. Eine wahre Meisterleistung. Das war auch gemein, weil es zwei Pumas waren. Ich wusste nicht, dass Dead Eye auch in Kombination mit dem Wurf-Items funktioniert, aber in Ordnung. So, irgendwo hier war das. Schlafende Pumas soll man ja eigentlich nicht wecken. Aber... So, wie sieht's aus? Hallo? Hallo? Ja! Hallo? Ist oben vielleicht? Keiner hier, ne? Zumindest so auf den ersten Blick nicht. Pumas mit dem Lasso fangen kann, ist mit dem Dynamit einfacher. Ja, also irgendwie nicht.
Die Pumas sind weitergezogen. Schade aber auch. Mietz, Mietz, Mietz. Hallo Chlorbenzol. Mietz, Mietz. Vögel. Hund. Hund? Komische Leute, die schießen? Ihr macht eure Frauen zu Witwen? Ich misch mich da nicht ein. Ich suche einen Puma. Die schlafen jetzt irgendwo in, ja, ja. Irgendwo in der Sonne. Hallo? Wo ist das kleine Kätzchen? Wo ist das kleine Kätzchen? Ich sollte aufhören, so zu sprechen. Sonst fühlt sich Wesker noch verscheißert. Was zum Geier? Nee. War ein Vogel. Zumindest sehen wir ein bisschen was von der Landschaft. Sind ein bisschen im Freien unterwegs. Können die Stille der Natur genießen. Haben die majestätische Kraft des... Ich habe den Namen des Flusses vergessen. Direkt neben uns. Ja, jetzt sind sie ausgestorben. So schnell geht das nicht. So schnell geht das eigentlich nicht. Ach, kommt schon, die Mistviecher. Was ist denn los? Das war aber auch das Problem, dass ich gleich zwei gefunden habe. War schon zu viel für das Spiel. Mein Pferd schnaubt. Hat es etwas gewittert? Was läuft da? Wieder nur ein Hund? Nichts, was mich angreift. So, das ist ein... Ist das ein Biber? Oder so? Halt, Moment, was bist du? Ich will dich töten! Was war das? Verdammt! Weil Biber müssen wir auch noch erledigen. Ich wüsste nicht, was ein Biber so hoch oben hier zu suchen hat, aber... Man könnte es ja im Hinterkopf behalten. Genauso wie die anderen kleinen Viecher. Was auch immer ich da jetzt gerade erlegt habe, war das ein Häschen? Ein Fuchs. Kaninchenfleisch. Yay. Hallo, Faura. Ich glaube, ich hatte dich noch nicht begrüßt. Oh, halt. Ah, Jabu. Haben wir's? Haben wir's? Haben wir's? Ja, 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 ja. Hilfe. Okay. Moment. Gut. So, dann wäre wieder das Pferdchenproblem gelöst. Okay. Okay. Okay, okay. Ja, ja. Ja, das Pferdchenproblem wäre gelöst. Hilfe. Nein. Okay. So. Was zum Geier? Was machst du da? Nein, 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 nein! Das ist so klar, dass das nicht funktioniert. Okay, okay. Andere Taktik? Hallo? Das funktioniert alles nicht. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich weiß einfach nicht, was ich tun soll. So, Moment.
Da kommt er jetzt auf mich zugestürmt. Nein! Was? Nur you? Who? Is it that I? Alles. Ach, kannst du vergessen. Ich habe keine Ahnung, wie ich das bei einem bereits aktiven Puma machen soll. Es tut mir leid. Mach einfach einen Kamikaze-Angriff. Ja, das Problem ist, die scheiß Dynamitstangen, die kann ich nicht so schnell werfen, wie ich gerne würde. Der braucht da einen kleinen Moment. Das funktioniert nicht so einfach. So. Finde ich aber schön, dass wir anscheinend immer die Anzahl der Dynamitstangen wieder zurückbekommen. Spiel sehr gnädig. Muss sie markieren. Gut. Dann jetzt Runde 3. Kann man die in der Hand... Das Pferdchen will immer noch nicht runter. Kann man die in der Hand explodieren lassen? Ich glaube nicht. Ich weiß es nicht, aber ich glaube nicht. Schaffen die Pumas den Hattrick? Nein. Tun sie nicht. Hallo John Cena. Welcher Besoffene? Ich weiß nicht. Irgendjemand, der sehr viel Spaß hatte. Ich meine, es wäre ja auch langweilig, wenn die 100% dieses Spiels sehr, sehr einfach zu erreichen wären. Nicht wahr? Wahrscheinlich ist das sogar noch eine der humaneren Aufgaben. Nein, geht doch nicht. Mit Deadeye anvisieren geht nicht. Okay. Gut. Dann muss ich mir was anderes überlegen. Dann opfere ich mein Pferd. In der Hoffnung, dass es funktioniert. Sobald ich jetzt einen Puma sehe, werde ich sofort vom Pferd absteigen. In der Hoffnung, dass der Puma auf das Pferd geht. Und den Rest erledige ich dann mit einem Dynamitstangen. Ist das ein Deal? Ich glaube, das ist ein Deal. Du. Slow down. Work your damn neck. Na? Irgendjemand hier? Vielleicht? Nicht? Schade aber auch. Findest du, dass jetzt das Pferd mit Dynamit? Das wäre eine... Ich finde, das wäre eine Methode. Ich wäre dem Ganzen nicht ganz abgeneigt. Nicht so hundertprozentig zumindest. Das Dynamit auf deine Füße und dann sprengt sich der Puma mit in die Luft. Also es einfach fallen lassen. Aber das Problem ist doch... Hey, Entschuldigung, werden sie... Nein, ich habe keinen Bock auf dich. Ich suche einen Puma. Hilf dir doch selber. So ein Idiot. Ich weiß halt nicht, ob ich eine... Explosion von der Dynamitstange überleben würde. Hier, Pferdchen, halt mal. Wir? Ja. So oder so ähnlich. Je weiter wir reiten, desto friedlicher wird's. Hm.
Okay, bis dann demnächst, Machine Play. Gute Nacht und bis bald. Können diese verdammten Hunde mal aufhören? Die verjagen mir noch alle Pumas. Halt! Nee. Das war jetzt kein Puma, oder? Was da so gewackelt hat? War das ein Hirsch? Ein Hirsch? Oder ein... Halt! Da ist ein Puma! Ich sehe ihn! Ich sehe ihn und er sieht mich... Noch nicht? Hat er mich jetzt? Hat der Puma mich jetzt? Moment. Er war eben gerade noch da unten. Er kann jetzt nicht weg sein. Das geht nicht, das geht nicht, das geht nicht. Hä? Puma? Puma? Puma! Jetzt lass dich nicht... Wehe, du lässt dich jetzt vom Zug überfahren. Du Scheißvieh. Wehe. Wehe. Wo ist er hin? Wo ist er hin, der Schnuckelkater? Tschuk, tschuk! Ja. Da schießt auch schon wieder einer wie blöde. Ich trau mich jetzt nicht da runter zu gehen, weil ich genau weiß, dass der olle Puma dann... Ach, ist egal. Okay. So, Kätzchen. Wo bist du? Komm, lass hören. Hallo? Kätzchen? Komm, Kitty, Kitty, Kitty. Komm. Bist ein hübsches kleines... Hübscher kleiner Bettvorleger. Wo ist er? Dort hinten beim Pferdchen? Pferdchen abgestürzt? Was zum Geier? Hallo Pferdchen. So, da haben wir das Pferd. Wo ist dieser Puma? Eine sehr sture Katzenmietz. Kannst du den Puma in die Beine schießen und dann das Dynamit dazulegen? Ich weiß es nicht. Mein Puma ist weg. Ich hatte ein Prachtexemplar vom Puma direkt vor der Nase und jetzt ist es weg. Weil irgendwo hier in der Nähe einer wie verbekloppt ballert? Wahr sein. Komm, Pferdchen. Puma vom Man. Was macht mein Pferdchen da? Mein Pferdchen sucht einen Umweg, glaube ich. Scheint eine sehr umwegsame Gegend zu sein. Sah eben gerade so aus, als ob mein Pferdchen gestorben wäre. Es gibt keinen Weg hier runter für mein Pferdchen. Da hinten ist mein Pferd. Ich weiß aber nicht, wie es hier herkommen soll. Shooter, you think that gun is any less useless than your prick? I'll bet I can outgun you. How about it? Was zum Geier? Du willst hier draußen ein Duell? Warum? Egal. Ach so. Töte drei Vögel, bevor die Zeit um ist, um einen Wettkampf zu gewinnen. Get down here. Ja, zwei. Na, drei. I thought you said you could shoot. Okay. Shit, I guess my sights are out of line. Gut, dann hätten wir das ja geklärt. Hast du zufällig einen Puma hier irgendwo gesehen? Scheinbar nicht. Pumas werden zur Plage, weil sie mit Pferden gefüttert werden. Ja.
Warten wir es mal ab. So. Also mein Puma. Mein ganz eigener. Der hat sich scheinbar dünne gemacht. Weil er schon genau wusste, was ihm blüht. Ergo. Setzen wir unsere muntere kleine Reise hier fort. Und sehen jede Menge Viecher. Aber nicht das Richtige. Oder? Irgendeiner von euch ein Puma? Nö. Was seid ihr? Achso, Wölfe. Oder Kojoten. Oder weißer Geier. Eindeutig zu hündisch. Für meinen Geschmack. Was? Was? Wie? Wie? Wo? Wann? Moment. Irritiert. Sehr irritiert. Wir gucken ganz kurz, was es jetzt tatsächlich war. Es war ein Wolf. Ein klassischer Wald- und Wiesenwolf. Wo ist der andere Wolf hin? Hier ist er. Dü, dü, dü. Ja, schön. Okay. War es ein gutes Pferd? Should be able to sell this. Scheinbar ist es daran gestorben. Spätestens ist es aber hieran gestorben. Moment. Ich sehe mir gerade zu viele. Was ist los mit euch? Hier sind zu viele Wölfe. Der letzte hat sich jetzt verkrümelt. Wir brauchen wieder einen neuen Timmy. Let me take your coat, madam. Ein ganz eigenes Gestüt. Ja, irgendwo habe ich es tatsächlich. Denn wenn ich jetzt gleich nach einem Pferd rufe, dann wird auch wieder eins kommen. Nicht wahr? Ja, da hinten kommt bereitwillig wieder eins. Los, Jolly Jumper. Trab an. Der Nachfolger liegt, dein Vorgänger liegt hier. Hat mir kein Glück gebracht. Aber du bist ein Prachtexemplar von einem. Ja, das ist... Das ist mal ein Pferd. Ja, dann geht die untere Reise jetzt also weiter. Kannst du die Pumas nicht auch einfach mit der Pistole abmoxen? Warum will der Auftraggeber unbedingt... Das ist eine Voraussetzung für einen Outfit-Faurer. Da steht eindeutig bei Teil 2, erlege einen Puma mit einer Stange Dynamit. Und danach müssen wir übrigens noch 8 Schlangen erlegen und wo ich den legendären Hasenbock finden soll, da habe ich auch absolut keinen Schimmer, aber ist egal. Ein Problem nach dem anderen. Erstmal soll es der Puma sein. Hasenbock? Ja, ein Hasenbock. Denn nur coole Leute können es mit Dynamit schaffen, offenkundig. Das wäre doch die perfekte Stelle hierfür. Ein lustiges kleines Puma-Versteck. Ich habe eher die Befürchtung, wenn ich versuche mit einer Pistole auf einen Puma zu schießen, ich denke dann eher, dass er dann erst recht aggressiv wird. Und ich dann zu gar nichts mehr komme. Kann natürlich Schwachsinn sein. Töte die Pumas mit der Flinte und jag sie danach in die Luft. Wer merkt im Nachhinein schon einen Unterschied? Ja, wo du recht hast. Alles klar, Erkandor. Dann dir später eine gute Nacht und bis bald. Team Puma. Noch ist der Puma nicht gegessen hier, ne? Also... Ich
weiß, das wird noch Großes auf mich warten. Auch wenn die Prärie gerade sehr einsam ist. Sehr einsam. Um nicht zu sagen grausam. Naja, es ist immer noch der Fluss, also ich wüsste, und wir sind immer noch auf der Seite, der auf der amerikanischen Seite, also sollte man doch annehmen, dass auch hier jetzt noch Pumas rumstolzieren, irgendwie. Ich meine, da die ja wahrscheinlich sowieso so ein bisschen zufallsgeneriert werden, könnte ich theoretisch ja auch einfach zurückreiten. In der Hoffnung, dass ich ja mehr Glück habe. Nachts sind die aktiver. Ja, herrlich. Und laufen im Rudel. Ich weiß nicht, ob das jetzt so sehr hilft. Aber vielleicht stelle ich mir auch einfach nur an. Wir können mal kurz auf die Karte gucken, wo ich überhaupt momentan bin. Oh, ich bin hier. Ich glaube, da war ich noch nie. Ja, dann können wir doch langsam zurückreiten. Vielleicht noch mal ein bisschen gucken, was hier so geht oder nicht so geht. Hey, 5 Pumas auf einmal. So. Du bist kein Puma. Hätte aber fast sein können. Lalalala. Ich bin übrigens, wie gesagt, noch am Überlegen, was das Spiel am Freitag angeht. Momentan tendiere ich so ein bisschen dazu, das verbliebene RPG-Maker-Spiel von mir auszugraben. Was bist du denn? Bist du ein Hase? Meisterjäger-Menüeintrag. Was? Okay, das war der legendäre Hasenbock. Okay. Gut. Das kam mir doch gleich verdächtig vor. Just like you showed me, Pa. Gehäutete Hasenböcke plus 1. Bockgeweih plus 1. Cool. Sehr, sehr cool. Ha, ein Meisterjäger halt. Finde da einfach mal so einen legendären Hasenbock. Ja. So. Ja. Aus dem Handgelenk. Ist halt so. Naja. Passiert halt. Passiert. So, ja, wann nimmst du, was, wie, wo, wann Streams nimmst du selber auf? Streamen tue ich es gar nicht. Ich nehme es für mich privat auf und momentan kommt immer täglich auf meinem YouTube-Kanal ein Let's Play-Video dazu. Das ungefähr eine halbe Stunde geht. Also, ja, das ist mein Zelda-Beitrag quasi. Was das Ganze sehr entspannt macht, aber darüber haben wir uns vorhin schon ausgelassen. Weil ich werde ewig und 3 Tage dran sitzen. Und ja. Aber es passt schon. Das Spiel macht ja Spaß. Wieso habe ich das nie angezeigt bekommen? Weiß ich nicht. Jeden Tag um 16 Uhr kommt der neue Part. Kann man eigentlich nicht verfehlen. Also sprich, wenn du dich dafür interessierst, du könntest jetzt 10 oder 11 Parts nachholen. Was denn immerhin schon knapp 5 Stunden, 5,5 Stunden entspricht. Warte nu. Nein, ja. Nein. Nein. Zu viele Wölfe. Warum? Warum Wölfe?
Keiner braucht Wölfe. Dann wünsche ich dir viel Spaß, John Cena. Dann wünsche ich dir dabei viel Spaß. Doop, die doop, die doop. Ich weiß halt nur nicht, ob ich dann, um wieder auf den Freitagabend zurückzukommen, ich weiß halt nur nicht, wir werden ja vermutlich nicht den ganzen Freitagabend damit füllen können. Deswegen muss ich danach mal gucken, was ich vorstelle oder zeige. Ich könnte natürlich einfach irgendwas Altbekanntes weitermachen, weil Pokémon und Resident Evil haben wir ja genug zu tun. Aber ich glaube, ich habe am Freitag mehr Lust auf irgendwas Retro-mäßiges. Also wenn ich's zum Laufen bekomme, dann würde ich vermutlich ich muss mal gucken. Klingt total doof, aber ich hätte mal wieder Lust auf Need for Speed Underground. Wie gesagt, ich muss mal gucken, ob ich's zum Laufen bekomme, aber wenn ja, dann hätte ich da irgendwie ein bisschen Lust drauf. Weil das ist so ein Rennspiel, ich weiß nicht, das habe ich früher total gerne gehabt. Ich habe keine Ahnung, ob man sich heutzutage immer noch geben kann oder nicht. Aber früher war ich da ein totaler Fan von. Kannst ja Sorg streamen, Hering. Underground 1. Den zweiten Teil besitze ich gar nicht, habe ich auch nie gespielt. Ich weiß gar nicht, was Sorg ist. Und kann man Underground als Retro bezeichnen? Doch, ich glaube mittlerweile schon. Das ist eine halbe Ewigkeit eher, dass es rausgekommen ist. Irgendwie sollte ich nicht hier oben sein, habe ich so einen Eindruck. Wir wollten doch durch die Büsche. Sorg ist ein Text-Adventure, ein altes. Okay. Sagt mir gerade aber wirklich nichts. Hoppla, 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 hoppla. Warum sind wir vorhin auch über eine Brücke geritten? Das kommt mir so überhaupt gar nicht bekannt vor. So irgendwas anderes meinen, Papa Mai Mai, weil Aladdin besitze ich nicht. Ich habe es damals nicht mal gespielt. Ich glaube, ich besitze von Mickey Mania mal abgesehen gar kein Disney-Spiel für Super Nintendo. Ich glaube, ich reite falsch. Ich reite so falsch. Deswegen war mir nie bewusst, dass da eine Brücke. Okay, alles klar. Ja, ich bin irgendwo falsch abgebogen. Ich war zu lange zu nah am Wasser. Ich war zu nah am Wasser gebaut. Flupp. So, hier oben ist besser. Du eigentlich deine Züge, Hering? Nein. Und ihr? Wahrscheinlich nicht, oder? Also wenn wir hier noch weiter suchen, irgendwann ist es tatsächlich abends oder nachts. Spätestens dann werden mich hoffentlich 4-5 Pumas anspringen. Also langsam aber sicher ist es auch nicht mehr feierlich.
gerne ein Best-of-Züge. Ich habe vor kurzem irgendeines meiner alten Let's Plays reingeschaut. Und das erste, was... Ich weiß gar nicht, ob es Mass Effect war. Jedenfalls habe ich da mal wieder einen meiner Züge gehört. Meiner Züge vor allem, ja. Das war schön. Es sind scheue Kreaturen. Kam mir vorhin nicht so vor. Herings, also ihr schäftet euch einen Wahn. Ja, ja. Tschuk, tschuk. Das ist mein wahrer Job. Ja. Nee, wahrscheinlich würde ich nur Chef werden wollen, damit ich im nächsten Moment entlassen werde und eine millionenfache Abfindung kassiere. Das würde mir dann im Endeffekt schon reichen. Dann hätte ich schon ein glückliches Leben. Aber naja, bin ja eher der Genügsame. Tjo. Einsam reitet er, der Cowboy. Einsam reitet er durch die Prärie. Auf der Suche nach dem Puma, dem einen, dem wahren. Mittlerweile scheint die Wahrscheinlichkeit höher, dass ich irgendwie auf den legendären Hasenbock nochmal treffe. Oder um kostenlos Zug zu fahren. Ja, also prinzipiell, ich bin gar nicht so... Ich habe nichts gegen lange Zugfahrten. Ich habe auch generell nichts gegen Züge. Wogegen ich etwas habe, ist zweite Klasse und volle Züge. Züge im Sommer. Züge voller schwitzender Menschen, die dicht aneinander gedrängt überall sich stapeln, weil keine Sitze mehr vorhanden sind. Und man selber mittendrin. Und man hat einfach nur Angst um sein Leben, um sein Befinden. Das ist das, was ich so ein bisschen abtörend finde bei Züge. Helfen Sie einem armen, müden Mädchen? Nee, irgendwie ja nicht. Ja, ja, genau. Ups. Kollateralschaden. Sorry. Ich wollte sie nicht umlegen. Sie ist mitten reingelaufen in die Szenerie. Ich konnte nichts dafür. Wirklich nicht. Genieße das Leben in vollen Zügen. Tschuk, tschuk. Joch, joch. Passt schon. Mensch, das hat sich ja mal wieder gelohnt. Nach all der Aufregung könnte ich jetzt erstmal einen Puma gebrauchen. Eigentlich. Laut Wiki ist ein gutes Puma-Gebiet in der unteren linken Ecke von Rio Bravo. Rio Bravo... Untere linke Ecke. Aha. Cool. Also genau da, wo wir eigentlich momentan entlang reiten. Das ockerfarbene Pferd war total schön. Habe ich jetzt nicht drauf geachtet. Ich mag mein Pferd. Ist schon in Ordnung. Du kannst nichts falsch gemacht haben, du hast Ruhm dafür bekommen. Ruhm und Ehre. Du. Ja, also ziemlich da und noch etwas weiter nördlich davon. Hm. Oh, da war ein Stinktier. Oh, da ist ein Habadabadabadabadabu. Wo kommst du denn her? Moment! Dynamit! Nein! Los! Okay, entscheid dich. Wo gehst du hin? Gehst du zu meinem Pferdchen oder gehst du zu mir? Hä? Hä?
Das funktioniert nicht. Ja. Doch, funktioniert. Und jetzt? Ja? Okay? Mit einem Slam Dunk. Bam! Dynamitstange einfach mal auf die Katze. Okay. Okay. Hat funktioniert. Das war schön. Okay. Was? Halt der Puh! Halt der Papa! Halt der Papa! Was war das? Was war das? Geil! Revenge! Wow. So geil. Drin Reize 1 für den Puma. Wow. Das war schön. Okay. So geil. Okay. Ist aber nicht so schlimm. Wir haben es trotzdem geschafft. Okay. Gut. Gut. Ich freue mich. Ich freue mich gar sehr. Warum bin ich jetzt hier? Ich weiß es nicht. Schlangen. 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 Das bitte als nächstes. Wenn der Puma dreimal knabbert. So. So, Puma, wann kommen Nike und Adidas? Ja. Bei Zeiten. Ach ja, oh, das war herrlich. Das war schön. Sowas liebe ich einfach, wenn sowas passiert. Wie und wo finde ich jetzt am besten Schlangen? Ich hätte ja gedacht, irgendwo halt im Unterholz. In den Büschen. Bei den Sträuchern. Irgendwo hier halt so. Oder? Und wir merken, es ist Nacht. Wahrscheinlich war das jetzt nicht der letzte Puma, den wir gesehen haben. Aber naja. In Mexiko? In Mexiko gibt es mehr Schlangen, ja? Okay. Du. Warum gibt es gerade in Mexiko mehr Schlangen? Sagt das irgendwas über Mexiko aus? Ich hoffe nicht. Wo will ich denn? Wo kann man denn? Wo darf man denn? Ups. Team Puma. Was hatte ich jetzt eigentlich gekillt? Der Puma oder das Wasser? Ich glaube, es war der Sturz von der Klippe. Es war eine Mischung aus allem. Fürchte ich. Es war eine Mischung aus allem. Das war so genial. Halt, Moment. Das war eindeutig eine Schlange. Ich habe was klappern hören. Ja, und dahin wird schon wieder einen verfolgt. Ist mir egal. Schlange? Schlange? Schlangi, Schlangi? Ah, Schlange! Schlange! Oh. Na? Geil. So. Ich habe ja auch im Let's Play, also ich würde mal sagen, mindestens zwei, auch so, erschossen und gehäutet.
Also müssen wir nicht die vollen 8 sammeln. Klapperschlangen sind sehr oft in Pikes Basin oder in Perdido anzutreffen. Pikes Basin oder Perdido. Wo ist Perdido oder Pikes Basin? What? Pikes Basin wäre hier. Und Perdido genau da, wo ich das Kreuz hingesetzt habe. Okay, naja. Dann reiten wir halt da. Ist schon mal. Ich versuche die Ohren zu spitzen. Wenn ich wieder irgendwas klappern höre oder so. Sollte ja vielleicht das ein oder andere Mal vorkommen. Ich glaube, was wir aber gleichzeitig auch machen können, wenn ich irgendwo am Wegesrand irgendwelche Kräuter sehe oder so, dann sollte ich da dann jetzt ab sofort auch eigentlich immer anhalten, weil den Eintrag für die 200 Dollar Kräuter, den habe ich auch noch nicht. Ich weiß jetzt nur nicht, was das genau bedeutet. Also muss ich, reicht es, die Kräuter zu sammeln? Oder muss ich die Kräuter dann auch tatsächlich vielleicht verkaufen und damit dann 200 Dollar generieren? Schalt am besten die Musik aus, dann hörst du... Oh, nö, überhaupt. Ist jetzt nicht so, dass die Musik so super aufdringlich ist. Eben gerade habe ich es ja auch gehört. Dass ich gleichzeitig dazu rede, das macht es nicht einfacher. Aber ansonsten... ab und zu in den Chat gucke, weil zum Beispiel jetzt habe ich schon irgendwelche Kräuter mal wieder übersehen gehabt. Verkaufen, würde ich sagen. Hm. Ja dann, also ich schleppe jede Menge Kräuter mit mir rum. Also ich könnte natürlich mal gucken. Also was heißt jede Menge? So hundertprozentig fleißig war jetzt ja eigentlich auch nicht. Easy now. Great. Ich weiß es nicht. Hör halt auf zu reden. Hm. Aber das wäre doch langweilig. Oder? Oder braucht ihr mich nicht? Was bist du denn? Nee. Nee, nee, nee. So nicht. So. Get off me, damn it. Ja, ist klar. Ja. Puma, Wolf. Was denn noch? Arsch offen? So. Let me take your coat, madam. Ab jetzt wird dich jeder Puma jagen, Hering. Staatsfeind Nummer 1. Should be able to sell this. Ah. Ah ja. Wo ist der andere Puma? Aus den Augen, aus dem Sinn. 3-2 für die Pumas. Ja, ja. Ist in Ordnung. So, danke Pferdchen. War es mir eine große Hilfe. Für eine Weile. This one reeks. Für eine kleine Weile. Was war das für einer? Weiß man nicht. Ich brauche mal wieder ein neues Pferdchen. Ja, Verschleiß heute. Na, du siehst ja hübsch aus. Hast eine hübsche weiße Musterung. Come on. Die Dope. Mal gucken, wie lange wir uns jetzt an diesem Pferdchen erfreuen dürfen. Mal schauen, wie es sich machen wird. Halt! Ja. Du hast die Four-Mercer-Herausforderung gestartet. Drücke und überprüfe den Herausforderungsbereich unter Social Club für mehr Informationen. Ich habe überhaupt gar nichts gestartet.
Spiel, was willst du hier von mir? Hier hängt mit seiner Pferde-Flatrate. Ja. Unabdingbar im Wilden Westen. Unabdingbar. Diverse Pferdeaufzuchtspiele freuen sich auch großer Beliebtheit, muss man mal so sagen. Du hast es nicht geschafft, die Vormörser-Herausforderung abzuschließen. Ja, ich wollte das ja auch gar nicht spielen. Mach mich nicht fertig spielen. Mit schwerem Schuften. Krankes Pferd haben wir bisher noch nie gekauft. Generell noch keine Pferde gekauft. Weil sie so unsinnig ist. Lass mich raten, Schlangen finden wir jetzt wahrscheinlich eher tagsüber als nachts. Eieieiei. Ich finde es aber schön, dass zumindest er noch so motiviert ist. Come on, come on, let's go. Yeehaw. Hast du auch das Geld? Ich habe am Anfang dieses Streams $500 beim Pokern verloren. Und das, obwohl ich nicht mal verloren habe. So, zumindest sind wir jetzt gleich in Mexiko. Perdido. So. Das soll die Schlangengegend sein. Wo sind sie? Ich möchte jetzt 10 Schlangen auf einmal haben. Du bist kein Schlang. Was warst du? Ich will gucken. Hast du eigentlich alle 3 legendären Pferde eingesammelt? Bis jetzt noch nicht. Das war ein Gürteltier, natürlich. Hab ich sofort gesehen. Gürteltier. Ja, na. Okay. Man kann nie genug Gürteltiere haben. Hilfe? Pferd. Lass mich ausparken. Was bist du? Stinktier. Was bist du? War noch ein Gürteltier, glaube ich. Egal. Du. Ugh. Let me take your coat, madam. Ne, irgendwas mit legendären Pferden habe ich auch hier im Zusammenhang mit dem Hauptspiel gelesen. Also ich glaube, das kommt schon Let's hin. Go. Über Undead Nightmare weiß ich natürlich jetzt einfach nichts, aber... Du bist keine Schlange gewesen. Ich habe Bambis Mutter erschossen. Should be able to sell this. Es tut mir leid. Du. Yeah.
Aber Bambis Mutter schmeckt halt einfach so gut. Man muss halt auch Kompromisse eingehen. Hallo, Stinktier. Wie ist das Stinktier nochmal in Bambi? Blume. Und der Hase hieß Klopfer. Wir können in diesem Spiel also quasi gesehen alle Freunde von Bambi umlegen. Einfach so. Einfach mehr Tiere als in Reise ins All. So viel habe ich in Reise ins All gar nicht getötet. Wisst ihr übrigens, vor kurzem kam das vierte Update zu Wolfenhain heraus. Also so langsam, aber sicher könnte es sich wahrscheinlich sehr, sehr, sehr gut lohnen, dieses Spiel wirklich zu spielen. Von vorne bis hinten. Weil halt immer mehr Feintuning betrieben wurde und so weiter und so fort. Eule auch? Eule theoretisch auch. Müsste ich nur mal häufiger in den Himmel gucken. Aber dann könnte ich auch die ein oder andere Eule umlegen. Ich bin enttäuscht, ich finde keine Schlangen. Macht was dagegen. Ein bisschen blaues Wollkraut, das sammle ich hier ein. Oh, Moment. Ich glaube, ich habe was gehört. Aber ich weiß nicht wo. Hallo? Hallo? Na? Komm schon. Na komm schon. Das habe ich mir jetzt nicht eingebildet, oder? Hallo? Ist eigentlich zu viel Gestrüpp hier. Alles niederbrennen. Das wäre das einzig Richtige. Viel zu viel Natur. Wirf einfach Dynamit. Irgendwas wirst du schon treffen. Im Zweifelsfall mich. Hm. Schon richtig. Ja, das Problem ist, ich muss die Viecher ja nicht nur töten, ich muss sie auch häuten. Das heißt, selbst wenn ich es treffen würde, würde es mir ja nichts bringen. Wenn ich nicht wüsste... Wenn ich nicht wüsste, wo der Kadaver liegt. Vielleicht habe ich mich auch nur verhört. Ich weiß nämlich eben wieder genau dasselbe, aber ich glaube, das ist einfach wirklich nur das Gras, durch das ich hier stapfe, oder? Und keine Klapperschlange. Verdammt! Hallöchen, Mr. Prinz. Bist du in Pikes Basin oder Perdido? Ich bin sowas von in Perdido. Also, jetzt nähere ich mich wieder ein bisschen mehr des Zentrums von Perdido. Aber prinzipiell bin ich da. Was bist du? Oh ja. Keine Ahnung, was es war schnell weg. Sein Glück. Beim Dynamit würden die Kadaver einfach überall liegen. Stimmt, da könnte ich mir einfach irgendwo ein Stückchen abschaben. Bisschen Schlangenhaut irgendwie vom nächsten Grasbüschel abkratzen. Passt schon. La 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 la. Aber irgendwie fürchte ich, dass ich echt kein Glück habe bei der Schlangenjagd. Wieder ein Stinktier. Ich treffe alle möglichen anderen Viecher, aber einfach nicht das, was ich treffen will. Easy now. Bei meinem Glück läuft mir eher gleich wieder... Ne. Läuft mir eher gleich wieder irgendein Puma über den Weg oder so. Ist doch lächerlich.
einfach lächerlich. Pflück ich halt noch ein paar Kräuter. Einfach so für mich. Dup, dup, dup. Das muss erstaunlich dämlich aussehen, oder? Wie ich hier durch die Prärie reite, die ganze Zeit das Köpfchen nach unten gesenkt, auf der Suche nach süßen kleinen Schlängelein. Das ist nicht unbedingt ein adäquates Hobby für ein, ja, was auch immer ich bin. Ich glaube nicht LP-Liebhaberin. Das Schlangenleder-Outfit bekomme ich wahrscheinlich erst, wenn ich mich um die Schlangen hier kümmere. Uff. Uff. Nachdem er gesehen hat, wie sein Kollege gefallen ist, warum er dann trotzdem mit einem Elan noch weiter auf mich zugestürmt ist. Naja. Es gibt viele Schlangen auf der Karte mit dem eingezeichneten... mit den eingezeichneten Kanonen. Viele Schlangen. Eingezeichnete Kanonen. Da? Das für dich eine Kanone? Ansonsten? Wüsste ich es jetzt auch nicht besser. Dann reite ich einfach mal vorsichtig da in die Richtung weiter. Das kann nicht wahr sein. Ich meine... die müssten hier überall quasi aus den Löchern kriechen. Liegt es vielleicht wirklich an der Tageszeit? Was machen Schlangen? Sind Schlangen nicht nachtaktiv? Was machen Schlangen den lieben langen Tag? Während der Mittagszeit halten die doch auch eher Siesta, oder nicht? Hallo, stinkt hier. Danke. Blume. Noch ein stinkt hier. Blume und seine Freundin. Jupp, warten, bis es Tag wird. Na toll. Ah. Was läuft da? Man weiß es nicht. Ist es bald wieder Tag? Doch, ja, der Montag geht da hinten unter. Und jetzt auch nicht mehr in eine Stadt zu reiten und da nochmal die Zeit zu beschleunigen. Stattdessen wandere ich weiter mit meinem Pferd auf der Suche nach den ollen Schlangen. Schlangen, Schlangen, Schlangen. Lagerfeuer machen. Stimmt, das könnte ich. Ja, ja, ja. Ja, Lagerfeuer. Ja, ja. Aber wie gesagt, es wird jetzt sowieso wieder hell. Also. Die paar Stunden. Was? Habe ich den schon? Achso, den habe ich schon abgeerntet. Okay. Du. Ja gut, aber die Nacht in Mexiko ist jetzt ja auch nicht so schrecklich kalt, ne? Von daher sollte man doch annehmen, dass denen das relativ egal ist. Was bist du denn für einer?
wurde von einer Klapperschlange gebissen, was? Ah ja, und der Tag bricht an. Und er fand nicht das, was er suchte. Was läuft denn da? Ich weiß es nicht genau. Hallo. Noch ein Gürteltier? Oder warst du was anderes? Ach, das war ein Kojote. Natürlich. Habe ich sofort erkannt. Meisterjäger Level 1 übrigens. Kojotenpelz. Ja, stimmt. Um die ganzen Sachen müssen wir uns übrigens auch noch kümmern, ne? Also wenn ihr denkt, mit den Outfits, da sind wir schon fertig. Nee, können wir vergessen. Wo sehe ich die Sachen am normal? Journal? Herausforderung. Ja, genau. Meisterjäger Level 2. Heute 5 Hirsche. Erlege 5 Hirsche und häute sie. Kaufe beim Büchsenmacher in Blackwater ein Sprenggewehr. Kaufe ein Kriegsbeil im Laden in Manzanita Post. Okay. Sammel 6 Büschel Wüstensalbei, zusätzlich zu denen, die du vielleicht schon hast. Schieße 5 Kaninchen ab. Ja, also, das wird noch dauern. Er ist jetzt so versessen aufs Jagen? Ja. Aber ihr seht's ja, wir müssen es tun. Jetzt muss ich Hirsche umlegen. Hirsche und Kaninchen. Ja, so schlagen 5 Uhr. Antreten zum Zimmerappell, richtig. Wer nicht kommt, der wird... Weiß nicht. Der wird auch erschossen. Einfach so aus Prinzip. Doopidoopidoopidoop. Oh, easy. Easy. Wow. Ah, perfect. Ob das Pferd überhaupt irgendein Wort davon versteht? Oder ob sich die ganze Zeit nur denkt, halt doch einfach mal die Klappe. Ich bin mir da nicht so sicher. Wo bin ich jetzt eigentlich momentan? Na, ganz langsam Richtung Kanone. An zahlreichen Stinktieren vorbei. Warum gibt es hier so viele Stinktiere? Spricht das Pferd Englisch? Weiß ich nicht. Vielleicht ist es auch ein mexikanisches Pferd. Wer weiß, woher es stammt. Das ist halt immer so das Problem mit Tieren, ne? Man weiß ja nicht, wo die überall schon so waren und so. Vielleicht spricht mein Kater fließend Französisch und ich weiß es halt nicht. Deswegen hört er nie auf mich. Hört er nie auf mich. Weil er, ja. Weil er mich einfach nicht versteht. Das ist vielleicht nicht die allerbeste Gegend, um Schlangen zu suchen. Ich kann mich irren, aber... Sieht jetzt nicht so phänomenal aus. Ich bin so ein lausiger Jäger, es tut mir so eine Seele weh. Ei, ei, ei. Na, ja, Pferdchen. Nicht. Pferdchen nicht. Pferdchen husch. Pferdchen gut. Pferdchen nicht gut. Pferdchen kein Bock. Bastard.
alle Tiere sprechen dieselbe Sprache. Das wäre natürlich einfach. Aber ist das nicht? Okay. Genau, wissen tue ich es jetzt nicht. Aber irgendwie war ich der Meinung, dass Tiere sich theoretisch doch irgendwie anders anhören können. Klingt eine englische Katze anders als... Das ist Quatsch, oder? Eine englische Katze klingt anders als eine deutsche Katze? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich habe immer so das Gefühl, die Katzen, die ich in meinem Leben bisher getroffen habe, die klangen immer alle anders als... als Katzen normalerweise klingen sollten. Aber naja. Ich meine, woher kommt das Miau, das Katzen normalerweise machen sollen? Ist doch Quatsch. Eine Katze macht nicht Miau. Das Einzige, was eine Katze macht, ist Mäh. Das klingt immer wie ein Schaf. Das ist mehr so ein klägliches Meckern. Was soll's? Die haben nur Spanisch gesprochen, haben nichts verstanden. Aber das Intermezzo war jetzt cool. So mal ganz kurz, coole, bedrohliche Musik. Junge, du könntest jetzt was tun? Egal. Einfach mal weiterreiten. Ich bin hier. Ich bin mit der Gesamtsituation unzufrieden. Das ist kein guter Weg hier. Oh, easy. Oh, piece of cake. Wow, okay, kein Piece of Cake. Was ist das hier? Achso, ich dachte, ich hätte eine Höhle gefunden. Tja. Und das ist kein guter Weg. Oder? Ne, es wird hier irgendwann zu tief, ne? Wenn ich mich hier ganz nah am Felsen aber aufhalte, dann besteht vielleicht die Chance, dass ich... nicht sterbe. Besteht die Chance. Ich sollte einfach nicht hier sein. Hoppla. Gut, damit wäre auch die Sache dann geklärt. Ein Seepferdchen. Ja, ich habe Seepferdchen gesucht. Oder Wasserschlangen, je nachdem. Hatte halt die Hoffnung, dass die häufiger da wären. Das tut mir in der Seele weh. Ich dachte, Pferde können schwimmen. Offenkundig wusste das Pferd das nicht. Naja. Macht ja nix. Oh, hallo Pferdchen. Du, hoppla. Entschuldigung. Entschuldigung. Bin auf der Durchreise. Bin nur Tourist. Ich nix mexikanisch. Spanisch. Ist ja wie in Assassin's Creed 1. Ja. Leider. Also, eine sinnvolle Neuerung für Red Dead Redemption 2 hätten wir dann schon mal. Geht jetzt die Sonne auf oder geht sie unter? Ich bin ein wenig irritiert. Wie spät ist es? Kopfgeld 10 Dollar. Wo habe ich die 10 Dollar Kopfgeld her? Gute Frage. Ach, ich bin sowieso am Überleben. Ich sag mal so. Die komische Schlangenjagd, die wird ja jetzt heute wahrscheinlich nicht von allzu großem Erfolg gekrönt sein. Leider. Weshalb wir das dann auf das nächste Mal verlegen müssen. Es war ja irgendwie auf eine gewisse Art und Weise aber auch abzusehen, dass ihr das Spiel heute nicht durchspielen würde, ne?
ist dann in dem Moment leider so. Und weil wir es jetzt schon ein bisschen fortgeschrittener haben, was die Uhrzeit angeht, würde ich eigentlich auch fast ganz gerne speichern wollen. Und dann die lustige kleine Jagd nach den süßen kleinen Schlängeleien eben auf das nächste Mal verschieben. Ist das nicht ein unglaublich guter... Ist das nicht... Warum kann ich hier nicht Outfits wechseln? Weil das hier gar nicht mein Haus ist. Doch, das ist mein Haus. Hä? Das habe ich doch gekauft. Outfits wechseln, Spiel speichern. Danke. Du hattest meine Kutsche gestohlen für irgendjemanden. Ach so. Das stimmt. Lang ist es her. Und das ist mittlerweile auch eigentlich schon verjährt. Schnell, schieß einen Pfeil in die Sonne für die Feuerpfeile. Ja, beim nächsten Mal. Wir gucken ganz kurz in die Statistik. Sehen, dass wir bei 86,2% angelangt sind. Das sind nur noch 13,8%, die wir erreichen müssen. Das ist ja nix, ist das. Das ist ja quasi, eigentlich haben wir das Spiel schon durch. Eigentlich. Wir haben die letzte Sequenz noch nicht gesehen und wir haben den ganzen Rest noch nicht, aber eigentlich haben wir das Spiel schon durch. Okay. Ja. Beim nächsten Mal kann ich ja vielleicht gucken, ob ich mir auch mal das Red Dead Wiki mal so nebenbei aufmache und so und dann vielleicht so ein paar Dinge schneller recherchiere. Ansonsten würde ich jetzt an der Stelle dann einfach mal sagen, noch circa 14 Streams. Wir werden es sehen. Ja, dann machen wir jetzt an der Stelle einfach eine Pause. Morgen muss ich wieder arbeiten, leider, deswegen bla und so weiter, früh ins Bett und hoppla die hopp. Aber macht ja nichts, ich komme wieder, keine Frage. Diese Woche allerdings dann erst am Freitag wieder. Und ja, dann wünsche ich euch eine gute Nacht und eine angenehme Restwoche und dann sehen und hören wir uns hoffentlich spätestens am Freitag wieder. Wäre zumindest ganz schön. Ich sag dann jetzt für den Moment aber erstmal wieder tschö mit Ö. Und hoffentlich bis ganz, ganz bald.